hier aufs Ganze mit Jörg Träger. Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen Abend. Und ganz kurz zum Spiel. Es ist ja wirklich das Spiel mit der kürzesten Spielregel, denn Sie müssen wirklich nur zwei Dinge wissen. A, was ein Song ist. Das kann noch Ihre schlaflose Nacht werden. Sie werden sich aber daran gewöhnen, denn das ist Ihr Spielrisiko. Und Sie sollten wissen, was der Big Deal ist, denn das kann ein erfüllter Traum werden. Ihre große Chance heute Abend bei uns. Ich wünsche Ihnen toi 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 und sage nur noch, geh aufs Ganze. Und jetzt würde ich dann gerne auch das Spiel eröffnen, vielleicht mit einer roten Bluse, mit der Heidel. Kommen Sie doch bitte zu mir, Heidel. Bravo. Heidel. Heidel, ja. Wollen wir beide uns einen schicken jungen Mann dazu leisten? Ja, tun wir. Tun wir, ne? Vielleicht den Thomas? Ja, nehmen wir den Thomas. Thomas, kommen Sie her. Hallo, Thomas. Hallo, Jörg. Ich kenne meinen Sohn. So, passen Sie auf. Wir sind in den Sparverein gegangen. Zwei Sparsymbole hier und zwei Sparkassetten hier. Sie fangen bitte an, Thomas, und entscheiden sich für eines von beiden. Ich nehme das Graue. Das von diesen beiden. Die sind schon für die Heidel vorbestimmt. Das Kästchen. Das Kästchen. Ich darf Ihnen das Kästchen geben. Und wir machen hier drei Frösche. Sah erst so aus wie die Bremer Stadtmusikantin. Drei Frösche übereinander. Und so, jetzt gucken wir mal. Sperriger Frosch, da haben wir es aber. Gucken Sie mal, Thomas, der Ungläubige. Nein, ach, es geht, ne? 500 Mark, ich dachte auch, es wäre mehr drin. So, wir stellen das mal hier ab. Thomas, das ist gleich Ihr nächster Einsatz. Und Heidel, wir beide jetzt. Ähnliche Entscheidung von Ihnen. Diese wunderbaren Koala-Bärchen oder die Kiste. Heidel, entscheiden Sie selbst. Diese hübschen Kätzchen. Zieht einfach an, ne? Ja. Zieht einfach an. Passen Sie auf, ich gebe es Ihnen rüber. Sie sind so lieb, nehmen das. So, und ich sage Ihnen, Heidel, und Sie achten drauf, was Sie nicht gewonnen haben. Wir machen das Kästchen auf, da ist Papier drin. Und auf dem Papier steht was, Heidel? 800 Mark. 800 Mark. 850 mit denen vom Thomas, die ich wieder zurückführe. Halten Sie es bitte fest. Ja. Bleibt Ihr Einsatz. Thomas, wir beide. Dieses wunderschöne Schächtelchen gegen die grüne Kiste, die hier vor Ihnen steht. Ich behalte hier die Schachtel. Er behält die Schachtel, die Entscheidung ist gefallen. Wir machen die grüne Kiste auf, Sondra, und sagen dem Thomas, was er nicht hat. Das Interkontinental Hamburg wartet auf Sie mit VIP-Service, einer Luxussuite, herrlichen Gourmet-Menüs und einem Besuch bei Cats oder dem Phantom der Oper. Ein Traumwochenende für zwei Personen im Wert von 1.600 D-Mark. Thomas, schau. Zu der Musik von Lloyd Webber wäre nicht schlecht gewesen. Heidel, wir beide kommen ins Geschäft. Ja. Das, was Sie ja so gerne haben wollten, was ich aber auch gerne hätte. Sie ist so verliebt drin, ne? Ja, schön sind die Kleinen. Heidel, ich biete Ihnen dennoch gegen diese Spardose die rote Kiste dort an. Kiste! Sie nehmen die Kiste. Sie trennt sich davon. Das muss man erlebt haben. Erst wollte sie es unbedingt haben. Jetzt trennt sie sich. Schauen wir, was hier drin ist. Oh, jetzt ist es reingefallen. Oh Gott. So, ich habe es. So, bleibt alles hier auf dem Tisch. 50 Mark, Heidel, die können wir verkraften, ne? Kein Thema. So, Heidel. Thomas. Ja. Das Kästchen gegen diese wunderschöne, traumhafte, riesengroße, nicht mehr heute Abend zu überbietende Pyramide. Ich behalte das Kästchen weiter. Das Kästchen? Wie wäre es, wenn ich Ihnen 200 Mark gebe und Sie nehmen dann die Pyramide? Ich behalte das Kästchen. 300, mein letztes Wort. Stimmt mich auch nicht um. Ich behalte es das stimmt ihn nicht um. Martina und Sondra, zeigen wir ihm, was er aufs Spiel gesetzt hat. Falten will niemand, weder im Gesicht noch im Bettlaken. Diese Bügelmaschine macht aus dem größten Knitterhaufen ein aalglattes Tuch. Leicht zu bedienen, leicht zu verstauen, aber nur schwer zu übertreffen. Da bügelt sozusagen eine erfahrene Hausfrau. Der Wert 848 Mark. Heidel, hätten wir beide mehr mit anfangen können, ne?
So, aber Heidel, ich darf das Mikrofon mal bitte für die Heidel haben, Thomas. Die Kiste da drüben, die Sie haben wollten, und ich biete Ihnen dagegen diesen Umschlag. Ganz sicher? Ganz sicher. Ganz sicher? Ganz sicher. Passen Sie auf. 200 Mark und ich brauche Sie gar nicht rausholen, die 200 Mark. Also 200 Mark und Umschlag. Ne Kiste. Ne Kiste. Gut. Sie will die Kiste behalten. Wir machen den Umschlag auf. Heidel. Erst war es ein Scheck. Jetzt haben wir Bares. 500. 1500 Mark. Heidel. Und 200 wären von mir dazugekommen, wären 1700 gewesen. Heidel. Aber Sie haben die Kiste und da kann noch alles drin sein. Thomas. Ihr Kästchen jetzt gegen, was bieten wir dem Thomas denn? Wollen wir ihm mal das Tor 3 bieten? Heidel, ja, ne? Wir bieten ihm das Tor 3, Thomas. Das Tor 3 gegen Ihr Kästchen. Ich behalte weiter das Kästchen. Ehrlich? Ehrlich. Ich gebe Ihnen mein letzter Versuch. 200 Mark, wenn Sie das Tor 3 nehmen. Ich lege nicht mehr drauf. Nee, ich behalte das. Er behält das Kästchen. Er wird zum ungläubigen Thomas in diesem Augenblick. Tor 3 auf. Thomas, da wäre Freude aufgekommen. Bei diesem Fernseher und Videorekorder staunen Sie selbst noch in der letzten Reihe. Etwas Besseres und Moderneres gibt es nicht. Ein Mega-TV-Gerät mit Großbildschirm und einem tollen Design. Kombiniert mit einem Videogerät, inklusive Fernbedienung. Der Wert dieses Preises, 4.544 D-Mark. Thomas, ich hoffe, wir schauen jetzt hier nicht in die Röhre. Das Kästchen, das er von A bis Z durchgesetzt hat. Und ein Feuer ist erloschen, abgebrannte Streichhölzer, der Zong. Thomas. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Ja, danke. Sie sind so lieb, setzen Sie sich hin, Thomas. Oh, Entschuldigung. Dankeschön. Heidel, wir beide sind übrig geblieben. Die kleine rote Kiste. Und jetzt biete ich Ihnen dagegen die große rote Kiste. Was sagen Sie jetzt? Heidel, wir beide. Den letzten Deal machen wir unter uns aus. Sie entscheiden ganz alleine. Kleine Kiste. Die kleine Kiste? Ganz sicher? Kleine Kiste. Ganz sicher? Ja. Unwiderruflich? Ja, unwiderruflich. Heidel, Ihre Entscheidung? Kleine Kiste. Kleine Kiste. Okay, große Kiste auf. Das hat sie jetzt verloren. Ja. Heidel, da kann ich nur sagen, da haben Sie mich abgezonkt. Ja, ja. Denn jetzt kommt das, was Sie haben wollten. Jetzt kommt Ihr Gewinn. Und wir lüften für die Heidel das Geheimnis der kleinen roten Kiste. Heidel, da wird sich auch Ihr Enkel freuen. Die schönste Spritztour ins Grüne ist nichts ohne richtige Musik. Mit diesem K-Hi-Fi scheint die Sonne noch mal so heiß. Egal ob aus dem Radio, CD oder per Kassette. Man hört die Qualität. Dazu gibt es 10 Audiokassetten. Der Wert 3.340 D-Mark. Heidel, ja. Gut durchgestanden, ne? Herzlichen Glückwunsch. Die Runde geht an Sie. Sie sind so lieb, setzen sich hin. Dankeschön. So. Danke, Heidel. Und ich brauche wieder jemanden. Ich brauche vielleicht... Gegen Orange kann ich nicht an. Kommen Sie bitte zu mir und bringen den Herrn neben sich mit. Ja. Anja, kommen Sie zu uns in die Mitte. Und der Martin geht bitte auf die andere Seite. Hier oben hin, bitte. Martin, so. Anja, Sie bekommen das Mikrofon. Sie saßen nicht nur zufällig zusammen? Nein, wir gehören nicht zusammen. Sie gehören mehr als zufällig zusammen. Ja. Wunderbar. Anja und Martin, wir machen das jetzt mal andersrum in diesem Spiel. Ich zeige Ihnen, was hinter Tor 2 ist. Das ist das, was Sie gewinnen können. Und danach kommt erst das Spiel, in dem Sie erweisen müssen, dass Sie es bekommen. Ja, erst mal den Mund wässrig machen. Ja? Tor 2 auf. Gute Reise, es geht nach Tunesien. Mit Air Marine genießen Sie eine Woche Badeurlaub mit allem Komfort im Strandhotel und in der zweiten Woche erleben Sie auf einer unvergesslichen Rundreise das südliche Tunesien, die Sahara, atemberaubende Bergoasen und großartige Gastfreundschaft. Alles für zwei Personen von Air Marine im Wert von 5.000 D-Mark. Sagen Sie uns doch noch ganz schnell, aber nur wenn Sie wollen, verliebt, verlobt, verheiratet. Verliebt. Das ist von mir deutlich. Verliebt. 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 Werden Sie sich auch noch lieben, wenn Sie die Reise gewinnen und danach wiederkommen? Das hoffe ich. Noch mehr. Noch mehr. Wunderbar. Ich gönne Ihnen die Reise. Wir kommen jetzt zu dem Spiel.
Ich erkläre Ihnen alles vor Ort. Kommen Sie bitte mit. Ich brauche... Dies ist ein Goldclaim. Und ich brauche jetzt jemanden, der das Gold wäscht und jemanden, der schürft. Sie waschen. Sie waschen. Dann knien Sie sich bitte, das mit dem Knien, das werden Sie ja noch alles vor sich haben. Martin, Sie knien sich bitte dahin. So, Sie bekommen dieses Sieb, Sie nehmen die Schippe, aber noch nicht graben. Ich erkläre, also ja, das machen wir richtig so, upsala, so, richtig raus, da lege ich Sie hin, das ist die Ausgangsstellung. Fünfmal dürfen Sie schürfen, alles was auf der Schippe ist, bleibt drauf, dürfen Sie nicht wieder in den Kasten zurückwerfen, kommt auf Sieb, darin sind Nuggets. Wenn Sie im Werte von 1500 Mark bei fünfmal schürfen, die Nuggets rausgefischt haben, gehört Ihnen diese traumhafte Reise. Wenn der Zong dabei ist, das kann zum Beispiel ein Stein sein, ist das Spiel leider zu Ende. Waschen Sie Gold, Martin, fünfmal. Das sind 100 Mark. 100 Mark. 100 Mark und nochmal 100. Das sind 200 Mark. Dreimal noch. Dreimal noch. Er sieht ihn, den dürfen Sie jetzt ruhig nehmen. Er war ja schon drauf. 200 Mark, 200 Mark und das sind 400, 600 Mark. 600 Mark, 600 Mark, 600 Mark, 600 Mark. Und jetzt wird's spannend. 600 Mark, der Letzte, der Letzte, der Letzte, der Letzte. Tief, sagt sie, tief. 600 Mark, 600 Mark. Nein, vorbei, vorbei. Aber Anja und Martin, nicht traurig sein. Stehen Sie bitte auf. Das wird wie später in der Kirche sein. Stehen Sie bitte auf. Das, was da drauf liegt, und das sind, ich zähle es nochmal, 200, 200, 400, 600 Mark, das gehört Ihnen. Der Zong war nicht dabei, die Reise leider nicht. Anja und Martin, danke fürs Mitmachen. Viel Spaß. Wir kommen in Frieden und dieses Gold ist mein Geschenk. Ja, mein Gold schmeckt Ihnen. Knusprige Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet. Goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen. So, wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Frank, die Andrea, bitte. Hallo Andrea. Hallo. Andrea, ich denke, ja, zu Ihnen passt vielleicht, die habe ich gerade irgendwo gesehen, die blonde Gardi. Wo ist sie denn? Ja, kommen Sie zu uns. Kommen Sie. So, kommt schon ganz erschöpft hier, ja, an. Hallo Gardi. Ich habe einen richtigen Kosmetikladen hier aufgemacht. Und Ihre erste Entscheidung, wir fangen mit Gardi an, Andrea, soll einfach die sein, zwischen diesem Brillen-Etui und diesem Kosmetik-Etui zu entscheiden. Ich nehme das. Sie nehmen das. Nehmen Sie das bitte auch fest in die Hand, denn das ist Ihr nächster Einsatz. Und wir machen das Brillen-Etui auf und darin sind 50, 70, 80 Mark. Geht, ne? Schauen wir noch drüber weg. Gardi, das ist Ihr Einsatz. Andrea, ganz einfach, gleiche Entscheidung. Das Brillenetui. Ja. Dann nehmen Sie dieses bitte. Danke. Wir machen dieses Täschchen auf. Oh, das da muss ja was drin sein. Das klemmt ja schon. So, hoffentlich zerreiße ich ihn nicht, aber kann man ja umtauschen bei der Bank. Das kriegen wir hin. Gucken Sie mal. 1000, 2000, 2000 Mark. 2000 Mark. So, das Ding darf ich nicht verlieren. Das stecke ich mir vielleicht doch lieber hier gleich in die Tasche. So. Sie haben das Brillenetui, Gardi hat das Kosmetiketui. Und Ihnen biete ich jetzt gegen dieses Täschchen diese wunderbare Kiste. Nee, nichts zu machen? Passen Sie auf. Sie wollen das behalten? Also alles gebe ich nicht her, ne? Aber ich sage mal, 300, wenn Sie die Kiste nehmen. 500, wenn Sie die Kiste nehmen. Nichts zu machen? Gardi, wie Sie wollen. Sie behalten das Etui und wir machen die Kiste auf und ich stecke die 500 Mark wieder ein. Martina, sagen wir ihr, was sie verloren hat.
Mit viel Spaß Englisch lernen oder aufbessern, kein Problem. Hartmut Albers und AIT Sprachreisen laden Sie ein, in London die Sehenswürdigkeiten einer großartigen Stadt zu erleben und in kleinen Gruppen Ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. Eine tolle Woche für zwei Personen mit großem Programm im Wert von 4.000 D-Mark. Tja, und für meine 500 hätten Sie noch einkaufen können in London, Gardi. Kann Ihnen aber auch wirklich mit nichts eine Freude machen. Halten Sie es fest. So, Andrea, wir beide wieder. Ja. Das Brillenetui und ich biete Ihnen dagegen, die Gardi kommt mal so ein bisschen jetzt zu mir rüber, damit Andrea sich das anschauen kann, die gelbe Kiste da. Andrea, ja. Da flirtet die hinter meinem Rücken. Andrea, die Kiste gegen das Etui. Tja, die Kiste. Die Kiste? Ja. Die Kiste? Die Kiste. Endgültig? Endgültig. Endgültig, da ist nichts mehr zu machen bei der Andrea. Und hat sie aber auch ein Glück gehabt. Oh. Da war der Zonk drin. So. Darf noch mal das Mikrofon haben, Andrea, für die Gardi. Gardi, Ihre Chance jetzt noch einmal. Das Etui, das ich jetzt endgültig haben will. Und ich biete Ihnen dagegen das Größte, was ich habe, das Tor 1. Nichts zu machen. Ich hol jetzt auch keine 500 mehr raus. Also hier damit. Nein, das wollen Sie behalten. Ach so. Also, dann behalten Sie es, Tor 1 auf und das haben Sie aufs Spiel gesetzt. Ja. Riesenteebeutel, aber der kann noch so lange ziehen, da kommt natürlich auch nicht allzu viel bei raus. Aber jetzt vielleicht hier, Gardi. Es gehört Ihnen, ich mache es nur auf. Ich mache es nur auf und darin sind... Eieieiei. Gardi, 500 und 500 sind 1000. Und das ist Ihr Gewinn. Gardi, danke. Hat sich der weite Weg gelohnt, ne? So, Andrea, wir beide. Die kleine Kiste, die Sie inzwischen haben, gegen die große Jelbe, die da steht. Mein letztes die Angebot. Die kleine Kiste. Sie nehmen die kleine? Ja. Aber bei Ihnen habe ich eh keine Chance, habe ich schon gemerkt. Überreden nutzt nichts. Sie will die kleine. Stimmt, sagt sie. Die kleine soll sie behalten und die große hat sie aufs Spiel gesetzt. Wir hoffen, Sie sind nicht traurig, Andrea. Nur Live-Konzerte haben mehr Power als diese HiFi-Anlage. CD-Player, Kassettendeck, Tuner und einen Verstärker vom Allerfeinsten. Natürlich mit Fernbedienung. Der Wert 2.898 D-Mark. Ja. Musik in meinen Ohren. Das Ding habe ich wieder. Andrea, Sie wollten sie haben, Sie sollen sie haben und wir machen sie auf. So, Andrea, jetzt können Sie schweben. Frei nach Jules Verne fliegen Sie in einem Heißluftballon. Denn wer einmal im Leben den Überblick haben will, der muss schon sehr hoch hinaus. Am besten mit Euroballooning. In einem der letzten Abenteuer steigen Sie mit den Sicherheitsprofis von Dr. Hölscher Bonn in höchste Gefilde auf und kehren sanft auf den Boden der Realität zurück. Ein spannender Tag im Wert von 780 Mark. Andrea, geh aufs Ganze, auch bei der Luftfahrt. Herzlichen Dank. Sie sind so lieb, setzen sich wieder hin. So. Ich würde gerne, da klatscht einer so laut, das ist der Stefan. Stefan, kommen Sie bitte her. Ja, ja, Papi spielt. Ja, kommen Sie, Stefan. Stefan, bitte. Hallo, Stefan. War das die ganze Familie gerade? Ja. Das war die ganze Familie. Stefan. Großfamilie. Sondra, komm bitte zu uns. So, alles, was Sie kennen aus Ihrem Badezimmer. Haben wir hier auch ein bisschen präpariert und Ihre erste Entscheidung ist ganz einfach. Dieser traumhafte Kulturbeutel oder diese Seifendose? Ja. Ja, Seifendöser. Seifendöser. Seifendose hat die Familie entschieden. Ich muss also, da gehe ich nicht, da gehe ich wirklich nicht mehr dazwischen, wenn die Familie entscheidet, die Entscheidung soll gelten. Ich weiß ja, was hier drin ist. Wollen Sie mal fühlen? Fühlen nee. Sie mal. Will nicht fühlen. Es ist der Zonk. So, der ist an uns vorbeigegangen. Tolle Familienentscheidung. Stefan, halten Sie die Dose. Das ist bis jetzt noch das, was Sie haben. Und ich biete Ihnen statt der Dose jetzt die Pyramide. Sie dürfen gerne wieder nach hinten schauen. Döser. Passen Sie auf, ich wage es, mit Ihrer Familie aufzunehmen. Ich gebe Ihnen, ich sage mal, 200 Mark. 300. Dose. 400. Dose. Endgültig. Dose. Ehrlich, die Dose. Nichts zum... Also, Pyramide auf. Und das hat er nicht gewonnen. Und das liegt die Sonde daran.
Endlich können Sie mal wieder richtig was in die Pfanne hauen, ohne dass es anbrennt. Mit dem Elo-Granit-Gussprogramm. Das dreiteilige Alu-Guss-Topf- und Pfannenset ist natürlich antihaftbeschichtet und hat einen Wert von 209 Mark. Und da es nur eine Chance gegen raue Spülhände gibt, bekommen Sie diesen Geschirrspüler gleich dazu. Der Gesamtwert 1327 D-Mark. Jetzt, im Grunde kann ich ja gleich mit Ihnen spielen. Ja. Brauche ich ja gar nicht mehr mit dem Stefan zu spielen. Aber, Stefan, also ich halte die Dose jetzt auch erstmal in Ihre Richtung. Soll er diese Dose nehmen, der Stefan, die ich hier in der Tasche habe, oder die Seifendose? Jetzt hört auch schon auf fremde Leute. Also, Stefan, ich halte sie für 7 Meter hoch. Seifendose. Familie hat entschieden. Seifendose. Ich weiß, die Familienentscheidung in Ihrer Familie, da kann man nichts gegen machen, auch mit 1000 Mark nichts. Kann also, ich mach die Dose auf. So. Und das hat die Familie davon. 200, 400, 600, 800 Mark. Nun ja. Ja, wäre ein schöner Familienausflug geworden. Naja. Aber ich glaube, bei den Kindern, da strahlt noch alles. Da strahlt noch alles. Wollen wir sehen uns zurecht. So, jetzt kommt die Seifendose, Stefan. Komm, wir machen es eigentlich nie. Eine Ausnahme. Sie dürfen sie selbst ausmachen. Machen Sie sie auf. Jetzt kriege ich das Mikrofon. Papier ist drin. Für die Familie. Papier ist drin. Alter! Wahnsinn. Wahnsinn. Stefan, herzlichen Glückwunsch und danken Sie Ihrer Familie. Stefan, danke schön. Willkommen zum Big Deal und ich bitte die Heidel aufzustehen und den Stefan aufzustehen. Wobei, bei Stefan kann ich eigentlich auch sagen, die ganze Familie steht vielleicht auf. Ja, bitte, um die Entscheidung gemeinsam zu treffen. Heidel und Stefan, sind Sie bereit, das, was Sie bis jetzt gewonnen haben, noch einmal zu setzen mit dem Risiko, dass es verloren geht, aber mit der Chance, noch mehr zu gewinnen? Heidel, ja oder nein? Kommen Sie her, Heidel. Stefan, ja oder nein? Mein lieber Scholli. Heidel. Boah. Stefan, da haben Sie sich aber was eingelassen. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. So, Sie Ihre tolle Anlage im Werte von fast 5000 Mark. Sie den Scheck über 3000 Mark. Die Familie hat sie gedrängt, ne? Ich hab's gesehen. Wir dürfen vielleicht, Miss Twiggy ist sprachlos bei so viel Mut. Wir kommen zur Sache, Heidel und Stefan. Indem sie ja gesagt haben, wir kommen vielleicht so ein bisschen rum, so. Indem sie ja gesagt haben, ist ihr Einsatz weg und ist ihr Einsatz weg, Stefan. Und ihre große Chance besteht jetzt, indem ich ihnen eines unserer Tore anbiete. Hinter einem Tor ist wirklich das Riesending. Dann haben wir noch einen Preis, da können Sie sich mit Sicherheit ganz doll drüber freuen. Und dann haben wir natürlich den Hauptpreis, unseren symbolischen Zonk. Und die Heidel hat mehr als einen Satz mitgebracht, Stefan. Heidel darf anfangen. Und Heidel, ich frage Sie, wünschen Sie, wollen Sie Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3? Heidel, drei. Ihre Entscheidung. Ja, drei. Tor 3 für die Heidel. Tor 2. Ohne Familienabstimmung heute? Ja, Tor 2. Das Tor zwei. Zeigt auch 2. Die Abstimmung ist ja schon längst erfolgt, sehe ich. Also 3, damit wir es auf den Punkt bringen für die Heidel. Und 2 für den Stefan. 2 für den Stefan, 3 für die Heidel. Heidel, wir fangen mit Ihnen an.
Wir öffnen das Tor 3 für die Heidel. Die Heidel zieht einen Song, der Stefan freut sich. Hier müssen wir bei dem Spiel ganz einfach sagen, des einen leid, das ist aber das Spiel, ist des anderen Freude. Heidel, danke für Ihren Mut, danke für Ihren Einsatz. Sie sind so lieb und setzen sich bitte wieder hin. Und das ist Ihr Applaus, Heidel. Stefan. Jetzt wird's freuen. Stefan. Die zwei wollten Sie, qua Familienbeschluss. Wir machen es spannend, wir kosten es aus, wir machen erst Tor 1 auf, das, was Sie nicht haben. Es gibt noch echte Geheimtipps. Einer davon ist Búzios in Brasilien. Hier erleben Sie mit Happy Surf, Europas größtem Surfreiseveranstalter, tropische Landschaft, herrliches Wasser, freundliche Menschen und zwingende Atmosphäre ohne Massentourismus. Ein Surfkurs ist auch dabei und 2 Tage Stopover in der Traumstadt Rio. 2 Wochen für 2 Personen mit Flug, Übernachtung, Halbpension und vielen Überraschungen von Happy Surf im Wert von 11.600 Mark. Also ich hab jetzt ein Problem. Er freut sich bei dem Zong. Er freut sich bei der Brasilienreise, die er auch nicht hat. Jetzt, ich weiß es nicht, aber gut, wir haben gesagt, und das mag der Grund sein, ein Zong, was Tolles und was ganz Tolles. Egal was kommt, es kann ja nur etwas sein, über das Sie sich freuen. Und jetzt schauen wir alle gemeinsam, auch der Tobias. Wieso haben Sie eigentlich 2 Frauen, Stefan? Bitte? Wieso haben Sie 2 Frauen? Meine Tochter. Das ist die Tochter schon. So, also, Familienfoto und Tor 2 auf für die ganze Familie. Der Citroën ZX Reflex. Höchste Zuverlässigkeit und Verarbeitungsqualität bis ins Detail bestimmen den Charakter des neuen Citroën ZX Reflex. Sein sportlicher 1,4 Liter Motor mit 55 kW, also 75 Flotten PS, verbraucht bei konstant 90 Stundenkilometern sparsame 5,6 Liter. Mit der kinematisch selbstlenkenden Hinterachse bietet der Citroën ZX Reflex in Kurven noch mehr Fahrsicherheit. Ein höhenverstellbares Lenkrad, höhenverstellbare Automatikgurte vorn und umklappbare Rücksitzlehne gehören zu der Ausstattung des Citroën ZX Reflex. Als Extra hat dieser noch ein eingebautes Radio. Weitere ZX-Modelle stehen ab sofort bei über 800 Citroën-Händlern in ganz Deutschland für Ihre individuelle Probefahrt zur Verfügung. Citroën ZX Reflex. Lebensart und Fahrkultur im Wert von 20.000 Mark. Oh Mann. Nee. Wir machen es kurz. Der Stefan sagt, wir bleiben noch eine Nacht in Köln. Ich gönne Ihnen einen tollen Abend. Gut, dass es ein Viertürer ist. Die ganze Familie passt rein. Es ist nicht mehr zu sagen. Wir sagen danke, tschüss, bis zum nächsten Mal und sehen zu, dass wir die ganze Familie reinkriegen. Kommen Sie alle mit. So.